die jungen Leute, die haben es auch nicht einfach. Zurück in der Schule. Ab heute wird das Handyverbot in der Klasse 9a rigoros umgesetzt. Die Jugendlichen geben ihre Mobiltelefone zu Beginn der ersten Stunde ab und dürfen sie erst nach Unterrichtsende am Lehrerzimmer wieder abholen. Alle Eltern haben dem zugestimmt. Ich finde das so unnötig. Danke. Ja, ist es auch. Finde ich auch unnötig, aber momentan leider erforderlich, weil einige es nicht schaffen, sich sonst ohne Handy auf dem Schulhof zu bewegen. Okay, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen alles zusammen. Okay, danke schön. So, weil sie zu viel mit ihren Handys agieren und nicht damit zurechtkommen, wann es Zeit ist, sie wegzulegen. Und deswegen habe ich jetzt pauschal einfach die Handys eingesammelt. Das ist jetzt der Stand der Dinge, wie es gehandhabt wird. Bis mindestens zum Ende des Schuljahres, wenn vielleicht sogar noch darüber hinaus. Ich finde das gar nicht gut. Ohne Handy, ich gucke immer in meinen Tasche, ob mein Handy da ist. Wenn ich das dann nicht sprühe, dann... Ja, ganz kurz, ganz Körper zuckt so einmal, weil es ungewohnt ist, ohne Handy rauszugehen, um was zu machen. Ich brauche das Handy eigentlich und ich kann einfach ohne nicht. Ich habe immer so einen Tick, ich muss immer drauf gucken, wer mir geschrieben hat. Und wenn ich das nicht kann, dann rasch aus. Ja, ich werde dafür sorgen, dass wir die Handys wieder bekommen. Werden die Jugendlichen die neue Handyregel kippen? Was habt ihr für Diskussionsbedarf und so weiter? Das Thema Handy, ja? Ja. Ich finde es gar nicht gut, Besorgic, dass unser Handy weggenommen wurde. Sie haben unsere Eltern gefragt und unsere Eltern können natürlich nicht Nein sagen. Die können. Ja, aber sie haben schlau gemacht. Ich habe ja auch... ganz nett gefragt. Ja. Aber Sie wissen, was ich meine, Herr Besorgic. Aber was meinst du denn? Dass eigentlich unsere Eltern Ja sagen würden. Aber ich bin der Meinung, es ist ja unser Besitz, nicht von meinen Eltern. Die haben zwar das gekauft, aber es gehört ja mir. Und worauf willst du hinaus? Dass sie uns erfragen sollten, ob sie uns das abnehmen sollen. So. Ja, ich kenne ja aber auch eure Antwort. Nein. Klar kenne ich eure Antwort. Und ich weiß ja auch, dass es, ich denke, dass es euch gut tun wird. Und aus zwei Gründen. Ihr werdet weniger Ärger haben. Ich weiß, dass ihr immer mal wieder euer Handy rausholt. Ihr werdet dann immer wieder darauf angesprochen. Und jetzt wird es nicht mehr der Fall sein. Plus, dass ihr nicht irgendwelche, keine Ahnung, Videos, Fotos oder so rumzeigt oder macht oder wie auch immer, dass ihr nicht auf dumme Gedanken kommt. Sheriff. Das geht von meiner Lernzeit ab, also diese 10, 20 Minuten. Also jetzt ohne Spaß, weil ich lerne schon mehrere Stunden. Du gehst ja nicht direkt nach Hause, sondern du hängst erstmal noch auf dem Schulhof und guckst dir erstmal deine Nachrichten an. Das habe ich auch gesehen, als ich am Freitag euch die gestern euch die Handys wieder gegeben habe. Ja? Also komm mir nicht so, dass du dich direkt auf den Nachhauseweg machst, und dann dich direkt hinsetzt und lernst. Das ist nämlich nicht der Fall, das weiß ich auch. Ono? Ich verpasse meine Bahn. Nimmst du eine Bahn später? Ja, aber dann komme ich nach Hause zu spät. Du kommst schon zu spät hierhin, kannst auch zu spät nach Hause kommen. Ja, aber zu Hause ist es schwieriger. Naja, ich sehe das anders. Ja. Hier ist wichtiger. Okay. Ja? Saif? Ja, da steht auch die anderen Lehrer, wenn wir die ganze Zeit da vorm Lehrerzimmer alle stehen. Sollen wir woanders stehen? Das ist mir egal, aber das hat gestern die ganze Lehrer haben die ganze Zeit gefragt, was macht ihr? Und ein Lehrer hat mich angeschrien und meinte, geh von hier weg. Und das dann können wir das gerne im Klassenraum machen. Ich will das Handy nicht. Ja, da müssen wir, aber das kann ich verstehen, die Regelung. Dann müssen wir wieder in die Klasse kommen. Ich will nicht jedes Mal eine neue Regel, dass das nicht passiert. Ich will das Handy einfach kriegen. Achso. Weißt du, immer Kasan, Raum 210, anderes Gebäude. Raum 210. Bei Frau Tosch. Leon? Sie müssen ja nicht entscheiden, was uns gut tut. Wir können uns ja selber entscheiden, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Ich weiß, es tut dir nicht gut und wir haben das mit deinen Eltern auch ausdiskutiert. Es tut euch nicht gut. Ja, aber gut. Sie haben nicht das Recht darauf zu entscheiden, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. In dem Fall wird es dir gut tun.
Okay. Ja, aber ich will das ja selber entscheiden. Kannst du aber nicht, weil du nicht weißt, was dir jetzt in dem Fall gut tut. Doch, weiß ich ganz genau. Ich bin ja ich selber. Sie kennen mich nicht. Bitte? Sie kennen mich ja nicht. Ja, aber ich weiß, in dem Fall wird es dir gut tun. Ja, zum Beispiel auch in Englisch. Keine Uhrzeit, nix, weil es gibt keine Uhr, nix. Ja, wenn es klingelt, weißt du Bescheid. Ah, okay. Ist auch schlau. Wie sage ich, Sie finden dann, immer eine Lösung, was ja, wieso? Wenn wir Argumente Sie sagen. Ich hab Argumente gehört, aber keine guten. Ich will das Handy einfach haben und ich will das nicht mehr abgeben. Ja, was du willst, aber ist nicht das, was dir gut tut. Okay? Und daher. Und außerdem ist das Leben kein Wunschkonzert. Das sind unsere Gegenstände. Bitte? Wieso fragen Sie unsere Eltern? Sie können doch uns fragen. Da kann meine Mutter sie so, nicht nehmen. Okay, ich kann jetzt auch gerne mit der Schulordnung kommen. Du darfst dein Handy nicht benutzen. Punkt. Ja, will dann, ich. Du benutzt es aber jederzeit. So, und dann kriegst du Ärger. Hast du mich verstanden jetzt? Ich erspare dir Ärger. Du kriegst sonst ständig Ärger mit mir. Beim ersten Mal zücken oder nur einfach nur an das Handy fassen, krieg ich es dann. Sonst kriegst du es nie wieder. Oder deine Mutter muss es abholen. Ist das klar? Das können wir machen. Das ist kein Problem. Ich will das aber nicht machen. Ich will die. Guck mal, und ich merke gerade, wie mich das aufregt. Ich habe keine Lust, mich wieder über so einen Mist aufzuregen. Deswegen mache ich es mir leicht. Ich sammle es von vornherein ein und die Diskussion ist beendet dadurch. Aber ich fühle mich gezwungen damit. Tut mir leid. Kein Problem, Jungs. Du wirst es überleben. Ich verstehe nicht, warum es euch so schwer fällt, euch von eurem Handy für nur 5 Stunden zu trennen. Verstehe ich nicht. Sie können gerne mit meinem Nee, es sind nur 5. Wenn von 8.20 Uhr bis 13.30 Uhr sind nur 5 Stunden, 10 Minuten. Bringt mir doch nicht Mathe bei. Wie ist denn los mit euch? Abgesehen davon, ihr habt das wichtigste Argument noch gar nicht. Habt ihr noch nicht verstanden? Habt ihr echt nicht kapiert? Und der Erste, der das nicht kapiert hat, sitzt da vorne und schmollt wie so ein kleines Kind. Du sitzt da. Ich bin nur müde. Setz dich mal ordentlich hin. Ich bin kein kleines Kind. Setz dich mal ordentlich hin. Sie meint, wie ein kleines Kind. Und das reicht mir auch schon. Und jetzt hör mir zu. Und du hast es mich nicht verstanden. Ich habe gesagt, du schmollst wie ein kleines Kind. Das heißt es doch. Ich habe nicht. Ich rede zu Ende. Du hast es nicht verstanden. Du verstehst es nicht. Ich habe dir gesagt, du schmollst wie ein kleines Kind. Hab nicht gesagt, dass du eins bist, sondern du verhältst dich gerade in diesem Augenblick so wie eins. Setz dich ordentlich hin, mach ein anderes Gesicht, dann sage ich das auch nicht. Ich habe gerade so viel im Kopf und ich habe einfach keinen Bock auf diese ganze Diskussion. Und dann rede doch nicht. Und dann lass mich in Ruhe, Alter. Oh. Raus. Raus. Vater wird angerufen. Darf noch mal kommen.